I'll use it to prove it was we, not the Blackwood Company, who killed him. Good work on this. I think it was us. Now get out of here. I'm going to head back to Call. When there's more to do, I'll let you know. Okay. Adventure? Your accomplishments are impressive. Because of this, I bestow upon you the rank of Warder of the Fighters Guild. Perfect. Commission? I don't have anything for you right now. Okay. Speak with Azan or Grokash. Get some more seasoning, and maybe I'll have something. Ah, war doch nicht die letzte Entscheidung. Or perhaps you're ready for advancement. Sind wir? I'm sorry. Nee. Good. Take care. Okay, Azan oder Grokash. Ich glaube, die sind aber nicht in Coral, oder? Man kann ja nochmal nachgucken gleich. In Zeiten wie diesen hätte ich jetzt gerne eine Whirlwind Sprint. Aber na gut. Wir sind ja trotzdem hier fix unterwegs. Und dieses Symbol, was ihr gerade gesehen habt, das erinnert mich ein bisschen natürlich auch an diese komischen Zweiglinge aus Blood Moon. Ich meine, die gibt's auch im Add-on Dragonborn. Da hat sich übrigens auch einiges getan. Ich habe ja auch mir jetzt das Add-on eben geholt, Dragonborn für Skyrim. Alter Verwalter. Also im Vergleich zu, also Ravenrock, wie das mittlerweile in Skyrim aussieht, im Vergleich zu dem, wie es in Blood Moon eben aussah, ist echt schon ein kleiner Unterschied. Mittlerweile komplett mit Dunkelelfen bevölkert und ich meine, es wurde ja auch gesagt, dass Morrowind überfallen wurde oder so von Khajiit und Argonian, soweit ich weiß, ne? Wenn ich mich recht erinnere. Wo bin ich denn jetzt? Ich glaube, das ist falsch. Weil theoretisch müssten wir uns da oben irgendwo aufhalten. Ja, das ist wunderbar. Na gut. Oh, fast übersehen. Ha, das ist jetzt die Frage. Kommen wir hier irgendwo hoch? Da bräuchte man einen ziemlich hohen Acrobatic-Skill, glaube ich. Sieht aber nicht so aus. Ich dachte, das wäre eine Abkürzung, aber anscheinend nicht. Okay, gut. Kommen wir da echt nicht hoch? Komm, komm, du kannst das. Bad. Komm, geh hoch denn. Menno. Ich komme, glaube ich, hier nie wieder raus, ey. Ah, das ist ja ganz schlimm. Es gibt ja anscheinend auch echt nur einen Weg. Oder muss ich hier woanders hoch? Okay. Glaube ich. Oder nicht? Nee, doch nicht. Ich sehe jetzt noch einen anderen Weg nach oben, aber anscheinend nicht. Also muss man doch denselben Weg zurück, den man gekommen ist. Das ist ja... Ne? Also doch nicht wie in Skyrim. Da wurde das zumindest mit dem aus dem Dungeon rausgehen ein bisschen leichter gemacht. Ah, oder verkürzt. Sucks. Oder kann man hier direkt? Ja, perfekt. Einfach mal hier rüber. So. Solange wir schneller draußen sind als unser alter Ego da ist, soll mir das recht sein. Okay, Traps sind auch nicht mehr offen. Okay, wunderbar. Dann nehmen wir zumindest schon mal keinen Schaden mehr. Ich denke mal, eine Quest kriegen wir danach auf jeden Fall noch hin. So viel zum Thema, die Falten sind nicht mehr getriggert. Na gut. Lief hier nochmal ganz ansehnlich. Ansehnlich. Whatever. War da was? Nee. Ich hatte das aber irgendwie ein bisschen verschachtelt im Kopf. Wenn ich mal überhaupt was im Kopf habe, aber anscheinend war das ein anderer Dungeon dann. Ich meine, hier gibt es so einen speziellen Gem, mit dem ihr alle Items in eurem Inventory wieder aufladen könnt. Ich weiß gar nicht, wie die Dinger heißen. Aber die gibt es auf jeden Fall verdammt selten hier in Oblivion. Ich kann nochmal auf die lokale Karte gucken. Ja, schön, dass uns angezeigt wird, wo wir hier rauskommen. Moment. Machen wir es einfach mal so. Natürlich auf die andere entgegengesetzte Seite. Das läuft großartig, ey.
Ich kann kaum an mir erhalten. Ach, warum? Warum leicht, wenn es auch schwer geht? What the fuck? Ah, hier. Eigentlich ganz leicht, wenn man es doppelt nimmt. So. Ist hier mein richtigen Weg? Ja, jawohl. Sehr gut. Das kriege ich, glaube ich, auch sogar ohne Karte hin. Das ist ziemlich geradlinig. Ich werde zuerst mal gucken in der Fighters Guild, ob der Ansprechpartner, sage ich mal, direkt in Coral ist oder eben nicht. Wenn nicht, dann müssen wir, glaube ich, nach Chaden Hall. Ich glaube, da wird dieser Ork. Ach. Und apropos Mages Guild, da bekommen wir endlich auch mal bessere Spells, weil dieser Heal-Spell, den wir hier haben, der bringt es ja auch kaum noch bei den Hitpoints, die wir haben. Deswegen würde das auf jeden Fall auch mehr Sinn machen als die Diebes Guild. Und die Diebes Guild ist auch nicht so meins, ehrlich gesagt. Mag ich nicht so wirklich. So, bevor wir allerdings uns darum kümmern, werden wir nochmal nach Richtung ein bestimmtes Fort gehen. Und das ist keine Schleichwerbung, und zwar Fort Farragut. Der gute Neu-Sheo-Goth hat in den Comments geschrieben, ich habe ja gesagt, ich habe Shadow mir irgendwie verloren, und er hat gemeint, der spawnt wieder an Fort Farragut. Und Shadowmere has returned to Fort Farragut. Da haben wir ihn auch. Ja, moin. Moin, Shadowmere. Lang nicht mehr gesehen. Meine Güte, ey. Endlich mal wieder sehen wir den Kollegen wieder. Moment. Erstmal, du bist ein Feiner. Ja. Sehr schön. Shadowmere, komm her. Ja. Okay, gut. Genug davon. Shadowmere ist wieder in unserem Besitz. Und wir können uns jetzt aufmachen. Wo waren wir eigentlich? In Coral, ne? Oder Leowin? Egal, wir gehen nach Chaden. Wir sind außerhalb von Chaden Hall. Da holen wir uns da einfach mal den nächsten Auftrag. Hoffentlich. Wenn nicht, habe ich ein kleines Problem. Aber ich glaube, wir waren in Coral. Aber ich kann mich täuschen. Aber bis zum Mal, wir haben den Auftrag auch von Coral bekommen, so rum. Habe ich ja schon gesagt, wurde, ey. Das hat sich hier. Was für grafiktechnisch hat sich hier. Zwischen Oblivion und Skyrim auch einiges getan, ey, ganz ehrlich. Wobei das immer noch ziemlich cool aussieht, finde ich. Also, das steht Skyrim zwar nach, aber es hat trotzdem noch was. Das ist definitiv besser als Pac-Man, was die Grafik angeht. Okay, jetzt hier wieder meine unglaublichen Navigationsskills innerhalb von Städten. Ah, ja, natürlich! Wie angesprochen. Mal gucken, was wir noch hier für Quests bekommen. Ich meinte eigentlich, das war die letzte Questreihe, aber anscheinend nicht. Mal gucken. What can I do for you, Meat? Need something to do? Ja, lass hören. Contract? I've got something for you. Could be tough. There are some escaped fugitives for you to find, Meat. Mhm. For you to meet. Whoa. Prison break. Cases got out of the Breville prison. Been terrorizing the locals ever since. The watch is useless, so we step in. Get to it. Ja, wenn es keine Rolex ist, ist die Watch definitiv useless. Get to hunting, Meat. Okay. Alles klar, dann wollen wir mal hier. Ich hol dich da raus. In dem Fall, ich buch dich da wieder ein. Zum Glück habe ich die Sendung nie gesehen. So, genauso wie Twilight übrigens, habe ich auch nie gesehen. Bin ja auch froh drüber. Aber erstmal werden wir ein paar Items los, denn wie gesagt, wir haben ja hier ein bisschen zu viele Items. Und wenn wir die loswerden, können wir auch wieder looten. War das das? Ja. Auch eine Sache, die ein bisschen blöd ist in Skyrim, ist, dass sie das wie in Fallout gemacht haben, dass die Händler nur bestimmt viel Kohle eben haben. Und somit muss man davon wirklich von. Teilweise von Merchant, also ich muss von Merchant zu Merchant tingeln, um meine Sachen loszuwerden, weil ich einfach so viele Sachen habe, die ich verkaufen kann, weil ich immer verdammt viel loote eben. Lass mal sehen, wir machen 13 Schaden damit.
Dann bringt er schon mal nichts. Geht dann mal Fage. Elfen Arrow können wir eigentlich auch loswerden. Aber das können wir loswerden. Das eigentlich auch. Heavy Armor brauchen wir nicht. Gold Amulet. Raus da. Speedcraft können wir gebrauchen. Das auch. Das auch. Das hätte ich sogar vorhin eigentlich equippen können, damit wir mehr Sachen tragen können. Ah, dammit! Skooma können wir auch loswerden. Da brauchen wir auch nicht. You've got a great deal there. Ja. Die können wir auch nochmal loswerden. That seems a fair price. Bound Helmet kann auch weg. Ich werde erstmal versuchen, hier alle möglichen Sachen, die was wiegen, hier wegzukriegen. Das. Oder das. Oder ein paar von denen hier. Wobei man mit gefüllten Soul Gems natürlich auch dann die. Die ganzen, die ganzen Items quasi wieder auffüllen können, wobei ich glaube ich gar nicht glaube, dass wir eins haben. Also dass wir keine Enchanted Items haben, die wir aufladen müssen. Das einzige, was wir gefunden haben wir verkauft gerade. Was alles? Come back and see. Wie viel haben wir denn jetzt? Und das ist, naja, das passt. That passt. So. Dann brauchen wir hier erstmal ein anderes Active Quest, und zwar das hier. Was? Wo? Find and kill some fishy from a prison brain. I'm Braville. Okay, Braville. Gehen wir mal dahin. Anscheinend müssen wir da erstmal die Location finden. Das heißt, wir müssen uns, glaube ich, erstmal ein bisschen umhören.